Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Video. Diesmal ist es wieder kein Gameplay oder sonst was. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt aufbauen werde. Das Video könnte aber sein, dass hier ein bisschen Payday jetzt gerade noch läuft. Aber ich habe mir mal was einfallen lassen. Ich habe ja jetzt eine kleine Videopause mit dem Batman Arkham Knight Let's Play gemacht. Also unfreiwillig, weil ich hatte halt meine Abschlussklausuren und die sind halt sehr viel wichtiger. Und es ist halt schon recht zeitaufwendig, so ein Let's Play zu machen. Die Sache ist aber, es ist mir schon länger im Kopf gewesen, dass ich nicht so ganz damit zufrieden war, wie ich es denn jetzt tatsächlich mit dieser, sage ich jetzt mal, Tageverteilung bzw. Contentverteilung in der Woche auf meinem Channel aussah. Batman Arkham Knight ist ein langes Spiel, das heißt, selbstverständlich muss das Spiel durchgespielt werden. Also muss gar nicht, ne? Ich mach das wirklich gerne, ich habe da wirklich Bock drauf. Aber die Sache ist halt, das braucht viele Parts bzw. viel Zeit. Und das muss ich auch in der Woche widerspiegeln. Deswegen gab es auch die letzten Wochen halt eben 5 Tage lang Batman und 2 Tage lang dann anderen Content. Was mich aber daran ein bisschen gestört hat, ist eben, dass quasi der Kanal ein bisschen, ich sag jetzt mal, zugespammt wurde mit Batman. Das ist auch vollkommen okay, wenn man, wie gesagt, daran denkt, dass das Spiel lang ist. Selbstverständlich muss irgendwo ein Let's Play ein bisschen zugespammt werden, sage ich jetzt mal, damit man das auch irgendwann beenden kann. Und ich meine, das habe ich ja mit voller Absicht so gemacht, dass ich dann quasi 10-Minuten-Parts mal mache, dass ich auch wirklich täglich euch was bringen kann. Dennoch bin ich glaube, das habe ich auch in einigen Videos mal gesagt, ich bin ein großer Freund von Vielfalt. Und mir hat das ein bisschen missfallen, dass quasi nur 2 Tage in der Woche, sage ich jetzt mal, halt anderer Content am Start war. Und das sehe ich ja auch, das spiegelt sich auch in den Views wieder, dass mehr Leute in anderen Content interessiert sind, als eben in das Let's Play, was vollkommen okay ist. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, weil, und das ist auch mit einer der Sachen, die mir aufgefallen ist, 10 Minuten Videos, die sind okay. Aber das habe ich auch öfters unter dem Let's Play als Kommentar bekommen. Irgendwie ist das ein bisschen zu kurz. Und als ich das Batman Arkham Knight Let's Play auch selber angefangen habe, habe ich mich die ersten paar Parts wirklich gewundert, was zur Hölle. Also man schafft nichts in 10 Minuten. Also das funktioniert, man kann es natürlich durchziehen, aber essentiell, ganz ehrlich, man startet das Spiel, man macht das bestimmt ein Ding, also dieses bestimmte eine Ding, und dann ist der scheiß Part schon wieder zu Ende, und das fand ich auch nicht so geil. Ich habe das jetzt mal so durchgezogen, weil ich mir dachte, ich habe es gesagt, also zieh es jetzt durch, aber jetzt habe ich eben eine kleine Videopause drin, die gezwungenermaßen durch meine Abschlussklausuren eben am Start ist, und deswegen dachte ich mir mal, weißt du was, du änderst das jetzt einfach mal. Ich finde das nämlich, das ist Quatsch, jetzt das Let's Play wirklich so durchzuziehen, obwohl ich das gar nicht so machen will, denn mein Channel, meine Regeln, dementsprechend sage ich jetzt einfach, wir machen es anders. Und zwar habe ich mir jetzt mal einen schönen Plan gemacht, den ihr jetzt hier seht. Gut, da steht jetzt nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, aber da steckt ein Plan hinter. Und zwar dachte ich mir, kehre ich von einer 7-Video-Woche auf eine 5-Video-Woche zurück. Das hört sich jetzt fürs Erste, das habe ich jetzt mal blau markiert, hier ein bisschen, hört sich jetzt fürs Erste so an, als würde ich weniger Videocontent machen, aber nein, ich habe mir nämlich was überlegt, und zwar Montag, Mittwoch und Freitag, quasi 3-mal in der Woche gibt es das Batman Arkham Knight Let's Play. Also auch generell Let's Play, also ne, wenn das Batman Let's Play zu Ende ist, dann angenommen, ich mache irgendwann wieder ein Let's Play, ich könnte mir vorstellen, dass ich das einfach so beibehalte. Also ich sag dann wirklich, dass 3-mal in der Woche Batman Let's Play kommt, muss es auch, und das ist dann auch ein 20-Minuten-Part. Ja, ihr habt richtig gehört, also ich kicke jetzt einfach die 10-Minuten-Videos raus, denn, seien wir mal ehrlich, sagen wir es mal so, wie es ist, wer das Let's Play jetzt wirklich guckt, der guckt es. Und der guckt es auch, wenn es 20-Minuten-Parts sind, und ich glaube, das tut dem Spiel auch einfach ganz gut, wenn ich wirklich 20-Minuten-Parts mache, weil dann können wir endlich mal was schaffen im Let's Play. Also nicht falsch verstehen, 10 Minuten hatte ich jetzt nicht so ultra was gegen, aber ich glaube einfach, dass 20 Minuten habt ihr mir auch, wie gesagt, oder den Let's Plays auch hin und wieder mal geschrieben, dass 20 Minuten einfach eine bessere Sache ist, weil das Spiel ist halt lang, das Spiel hat halt eine Story, die sich ein bisschen entfalten muss, das ist halt kein 0850 Call of Duty, welches euch alles ins Gesicht scheißt, so schnell wie möglich, nein, sondern es lässt sich halt ein bisschen Zeit. Deswegen kehre ich zu 20 Minuten Parts zurück. Dadurch kriegt ihr auf der einen Seite mehr Batman, weil vorher war es 5x10 Minuten Batman, das heißt 50 Minuten Batman, und jetzt habt ihr 3x20 Minuten Batman, sprich 60 Minuten Batman. Mit anderen Worten, ich habe auch nicht mehr so ultra viele Parts, weil ich habe jetzt fast 50 Parts des Batman Arkham Knight Let's Plays, und wir sind schon ordentlich durch mit dem Spiel, aber das dauert halt noch ein bisschen wir fertig sind, und ich hatte jetzt nicht vor, 150.367.672 Parts zu machen, um das jetzt mal so ganz übertrieben zu sagen, also das wird sonst einfach zu lange dauern. Ich habe jetzt kein Problem damit, viele Parts zu machen, aber ich denke einfach, wenn wir wirklich bei diesen 20 Minuten
Part bleiben, sage ich jetzt mal, und dann einfach weniger Parts machen, dann streckt sich das Ganze nicht so, denn ich hatte jetzt nicht vor, bis zum Ende des Jahres Batman Arkham Knight zu machen. Ist ein cooles Spiel, aber ne, ich denke, irgendwann muss man auch mal fortschreiten, sage ich jetzt mal. So, das war jetzt also erstmal schon mal die erste Änderung, die ich ein bisschen machen möchte. Also sprich Montag, Dienstags, Freitags Batman Arkham Knight Let's Play. Ich denke, das kann ganz cool werden. Die Sache ist aber, jetzt haben wir da so einen schönen Dienstag und einen schönen Donnerstag am Start. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, weil ich eben ein großer Fan von Abwechslung bin, dass dann quasi diese Tage für anderen Content reserviert sind. Um es mal eben auf den Punkt zu bringen, damit meine ich zum Beispiel Siege-Gameplay, Gameplays generell, vielleicht ein Intro plus Gameplay, ein Leo plaudert, vielleicht gehe ich mal wieder vor die Kamera, auch wenn ich nicht weiß, wann ich das mal wieder mache, aber auf jeden Fall halt anderen Content als Let's Plays. Und ich denke, damit komme ich euch auch ein ganz kleines bisschen entgegen, denn ich sehe das natürlich auch in den Views, dass quasi meine anderen Gameplays, also sprich nicht Let's Plays, habe ich ja gerade schon gesagt, halt ein bisschen besser ankommen, was echt okay ist, weil nicht jeder hat vielleicht Interesse an so einem langen Let's Play, aber prinzipiell hoffe ich, dass ich euch damit ein bisschen entgegenkomme, weil ich dann einfach zweimal, also ich sag's mal so, das Mischverhältnis zwischen Batman und anderem Content ist damit ein bisschen besser, wie ich finde. Also ich hatte ja vorher fünfmal Batman und zweimal eben anderes Gameplay und ich habe essentiell die komplette Woche Batman durchgeschissen. Also was heißt durchgeschissen? Ich möchte das wirklich nicht niedermachen. Ich mache das gerne, das Let's Play, und das hat auch seinen Grund, wieso da so viel Zeit rein investiert wird. Und ich denke einfach, dass es so ein bisschen besser gebalanced ist, sage ich jetzt mal, als eben vorher. Jetzt haben wir aber dann noch einen Samstag und einen Sonntag. Ich habe es gerade schon gesagt, von einer 7-Video-Woche auf einer 5-Video-Woche. Ja, und das denke ich auch ist eine gute Idee, weil ich bin kein Vollzeit-YouTuber. Das hatte ich auch nie vor zu werden, weil, also sorry, auf YouTube muss man mindestens, ich würde behaupten, 500.000 bis 1 Million Abos machen, Abos haben und auch vernünftige Views, damit das überhaupt irgendwie funktioniert mit dem Geld. Also das hatte ich auch nicht vor zu machen, aber ich sag einfach, am Samstag und Sonntag kommt gar nichts. Damit kann ich erstens sicherstellen, also das ist jetzt nicht so, weil ich faul bin oder so, sondern damit kann ich einfach sicherstellen, dass die Videos, die dann eben in der Woche kommen, auch gut sind. Das heißt, dann kann ich ein bisschen mehr Editieraufwand reinstecken. Und zweitens, dass Abwechslung auch tatsächlich am Start ist. Und drittens, dass ich einfach ein bisschen auf mein Leben klarkommen kann. Das hört sich jetzt beschissen an, aber wir haben heute, also wenn das Video jetzt gerade aufgenommen wird, den 20.08. 15.09. bin ich in Southampton am Start. Ich ziehe aus Deutschland aus und fange studieren da hinten an, und da brauche ich auch ein bisschen Zeit, um erstmal, wie gerade schon gesagt, aufs Leben klarzukommen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Samstag und Sonntag kommt nichts. Ich finde, das ist auch vollkommen okay, wenn ihr bedenkt, dass dann eben 5 Videos dann eben in der Woche kommen. Und ich halte das eben für eine ganz geile Sache. Und das ist auch mein Plan, den ich jetzt so ab jetzt machen will. Also sprich, wann dieses Video rauskommt, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und ich muss gucken, ob ich dann alle Prüfungen durch habe, weil am 5.9. habe ich meine letzte Prüfung. Also das zieht sich alles noch ein bisschen. Aber wenn ich da wieder richtig Zeit habe, um wirklich auch mein Video-Content zu machen, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, ihn zu machen, so denke ich, dass dieser Plan eigentlich eine ganz coole Sache ist. Und ja, das wollte ich auch eigentlich nur sagen. Ich glaube, das war's, ja. Mehr wollte ich wirklich nicht sagen. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ihr jetzt davon haltet, ob ihr das jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser findet. Ich kann natürlich nur, also ich denke, es ist zumindest besser. Weil selbstverständlich, auch hier sind wieder nur 2 andere Contents dabei, aber dadurch, dass ich euch nicht mit Batman den ganzen Tag zuscheiße, haben halt die Leute, die ein bisschen anderen Content von mir sehen wollen, dann halt eben ein bisschen mehr. Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Ganz lustig, roter Faden, weil Dienstag und Donnerstag sind doch rot, ne? Aber ich glaube halt einfach, das Mischverhältnis ist besser. Also wie gesagt, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Also ich halte das für eine gute Idee, das so zu machen. Und das war's mit dem Video. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.